Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Nachdem wir in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Folgen ja unsere Moon-Reise getätigt haben oder gemacht haben oder unterwegs waren und wir ja auch ein paar Science-Punkte haben, wollen wir die erstmal irgendwie versuchen hier sinnvoll zu investieren. Und ich habe da schon so ein paar Sachen wieder im Köpfchen, was ich gerne haben möchte. Und das ist auf alle Fälle erstmal hier. Heavier Rocketeer. Hier gibt es nämlich so eine richtig, richtig dicke Rakete mit einem fetten Antrieb. Das wollen wir haben. Und dann gibt es hier nochmal einen Antrieb und External Fuel Duct. Also das ist, der spritzt den Treibstoff von einem Tank in den anderen. Finde ich total klasse, sollten wir auch unbedingt haben. Ich zeige euch dann auch warum. So, wir haben jetzt noch 160 Punkte frei. Jetzt können wir überlegen. Wir können hier irgendwo reinskillen. Das sind aber hier größtenteils... Okay, das Ding wäre noch nicht schlecht. Eine Fuslage oder Fuselage oder wie man das auch immer ausspricht. Das ist einfach ein strukturelles Bauteil. Wenn man jetzt mal zum Beispiel... irgendwas miteinander verbinden möchte, muss man nicht extra einen Tank nehmen, der relativ schwer ist, sondern man kann einfach hier so ein Konstrukt dafür nehmen. Ist manchmal total klasse und sinnvoll. Hier Brand Adapters. Kann ich noch nicht viel mit anfangen, muss ich gestehen. Hier haben wir viel Jetzeug. Damit kann ich auch noch nicht viel anfangen, weil wir noch nicht so groß fliegen. Hier hätten wir ein Winglet, so einen beweglichen Arm. Das wäre vielleicht eine Idee. Mal sehen, was haben wir hier unten. Landebeinchen und so ein Kram. Hier haben wir ein Barometer. Und ich weiß gar nicht, was das sind. So ausfahrbare Füßchen oder sowas? Oder so eine Leiter oder so. Irgendwie in diese Richtung geht das. Hier wären nochmal Batterien und Photovoltaik-Paneelen. Und hier... ja, das sind alles nochmal so extra Antriebe und hier Seitenantriebe, kleine Treibstofftanks, all so ein Zeug. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wo wir reingehen. Aber da wir hinten so ein bisschen im Rückstand stehen, denke ich, können wir hier einmal reinskillen und ja. Neu ist dazugekommen jetzt hier nochmal. Das ist zum Beispiel sehr gut, damit kann man in alle Richtungen lenken. Hier gibt es so viel eigentlich, was interessant wäre. Könnt ihr mal hier hingucken. Boah, es kostet schon 550 Sign Points hier. Nochmal Antriebe hier und... ein Cluster-Antrieb. Not bad. Ich weiß ehrlich gesagt aktuell nicht, wohin. Deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Wir können ja... Das reicht gar nicht, gut. Hat sich erledigt. Gut, da uns das hier alles aktuell für unser jetziges Vorhaben noch nicht viel bringt. Höchstens diese, diese Landegeschichte, aber die haben wir auch. Also es bringt uns aktuell nichts für unser Vorhaben, deswegen würde ich sagen... machen wir erstmal ohne weiter. Wir behalten uns diese 120 Science Points. Ich sehe gerade hier. Docking Port. Damit kann man nachher dann wirklich auch andocken. Ein Anhalt der Container. Ein Anhalt der Lagercontainer. Sehr gut. Oh, guck mal, der Hersteller. Jebediah Kermans Junkyard, also so Müll und Flug... Schiffteile und Co. Sehr gut. Ja, es sind immer so witzige Kleinigkeiten hier, auch die Namen und so, das gefällt mir. Das macht es irgendwie nochmal so knuffig. Haha, hallo Gene Kerman, dich haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dein Kaffee schmeckt. So, wir sollen hier eine Flagge auf dem Mond setzen, das hatten wir ja letztes Mal schon... ein bisschen spät, aber gut. So, wir nehmen die ganzen Quests mal an hier. Aha, so, den auch. Ich sehe gerade, wie viel Geld das dafür gibt.
50.000. Test Rocomax Main Sail Liquid Engine. Escape Tragedy. Hm. Das kann man sich dann auf jeden Fall nochmal angucken. Wie gesagt, das mit den Verträgen ist ja auch noch nicht vom Tisch. Vielleicht schiebe ich da nochmal was dazwischen. So. Wollen wir mal gucken. Wie wir sehen, haben wir nichts. Gut, okay. Ich habe mir schon ein bisschen überlegt, wie wir das Ganze hier realisieren können. Und wir könnten theoretisch mit der alten Rakete, mit der wir das letzte Mal dahin geflogen sind, könnten wir weitermachen. Aber nee. Das war nämlich hier To the Moon. Ich habe auch mal ein bisschen aufgeräumt in diesem Speicherding. Das war ja unsere Rakete, mit der wir unseren letzten Flug so erfolgreich beendet haben. Aber weg. Wir haben da eine viel coolere Idee. So, und zwar, wir gucken mal, da hat sich nichts verändert. Als erstes brauchen wir mal Beinchen. So, 4 Beinchen. Bitte einmal, nein, war richtig. Einmal alle ausfahren. Ja, von der Höhe passt's. Gut. Kannst du wieder einfahren? So, es gibt eine ganz wichtige Sache, die wir jetzt einmal, und da war es gerade schon, Lichter. Und zwar kann es ja passieren, dass wir, ich nehme den mal kurz weg zum Gucken, damit es leichter ist, von der Höhe der Lichter. Zum Beispiel kann es ja passieren, dass wir auf Minmus ankommen und dass wir auf der dunklen Seite landen, auf der dunklen Seite des Mondes. Ist nicht so ein Transformer-Film? Dark Side of the Moon? Ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle gibt es da irgendwas, was so heißt. So. Hier mal die kleinen Beinchen dran. Oh, jetzt hat er... Das müssen wir mal wieder wegnehmen. Das müssen wir einzeln dran machen. Hallo? X? Dankeschön. So. Vorne können wir keins dran machen, aber was wir machen können ist, wir können die ja ein bisschen erhöht hier setzen. So, damit wir da auch ein bisschen was sehen. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz super toppy, um abzuheben, aber das sollte passen. Und wir können dann hier oben ja nochmal 4 Stück ran machen, die können wir ein bisschen versetzen, so. Das ist jetzt nicht, super für den Auftrieb, aber wir haben da nachher ein paar Tonnen Treibstoff unter uns, die uns in den Orbit katapultieren. Also machen, glaube ich, die paar Lampen hier nicht viel aus. Außerdem sieht es einfach schick aus, wenn das dann nachher leuchtet. Und es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn wir wirklich in der Dunkelheit landen. So, jetzt muss ich mal überlegen. Die Solarpanelen sollten reichen, hoffe ich. Wir können aber sicherheitshalber nochmal hier 2 ransetzen. Das ist einfach so auch eine Sicherheitsmaßnahme. Okay. Ansonsten behalten wir die ganze Kiste so. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, warum hat er jetzt hier diese externen Tanks noch dran? Die können wir eigentlich auch abmachen, weil unser Ziel ist, ja nur mit dem unteren Part anzukommen. Aber sollte sich die Chance ergeben, dass wir dicht am Mond vorbeikommen, können wir da ja kurz nochmal halten. Ne? Hört sich lustig an, ich weiß, aber wenn der Treibstoff mitspielt, können wir es versuchen, auf jeden Fall. Gut, okay, wir wollen Raketen. Ich will... Nee, stopp, bevor ich die ranbaue, kommt wieder ein Dekabler. Jetzt muss ich überlegen, ob der richtig rum ist. Und ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, so rum ist richtig. Dann bleibt der Dekoupler am Treibstofftank. Das sind die neuen Monster. Zum Vergleich, vorher der größte war... Nee. War der. Also doppelt so lang. Heftige kleine Dinger. Und der neue Antrieb. Auch nochmal zum Vergleich. Das war unser letzter. Ich leg den mal daneben.
Das ist unser neuer. Heftige Scheiße. Also das Ding macht richtig Party. Okay. Und mein Gedanke daran ist jetzt, wir bedienen uns mal ihmchen. Dann kommt... Oh, jetzt baue ich schon. Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe immer noch X an. So. Erstmal einzeln. So. Sonst wird das zu wirr. Und das hat ja super hervorragend geklappt. So, okay, der kann da nachher noch ein Stück höher. So, wunderschön. Antrieb drunter. Tada. So, okay. Wir brauchen ein paar Stützen. Struct Connectors. Einmal so. Einmal so. Zack, und da auch noch ein. Okay. Nö, das sollte so reichen. Okay, das Ganze jetzt wiederholen wir. 4 Stück möchte ich bitte. So, okay, das ist richtig. Und passt mal auf, jetzt kommt das, was ich nämlich schon mal erwähnt hatte. Ich möchte Treibstoff. Nein, ich möchte die einzeln. Ne, zwei. Ja, dann macht er das so. Ne, das ist auch blöd. Dann mache ich die einzeln. Ich möchte Treibstoff von diesem Tank in diesen Tank. Ich möchte Treibstoff von diesem Tank in diesen Tank. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Und zwar folgendes. Alle 4 sollen gleichzeitig zünden. Also die 4 äußeren Tanks. Sondern gleichzeitig zünden. Dadurch, dass der Tank Treibstoff verbraucht und gleichzeitig Treibstoff hierüber gibt, ist der natürlich viel schneller leer und gleichzeitig der auch viel schneller leer, der hier hinten. Dadurch sprenge ich die viel eher ab, habe weniger Masse und starte weiter. Das ist so der Plan dahinter. Inwiefern das effektiv ist und inwiefern man zum Beispiel auch diese Rakete in der Mitte so hinkriegt, dass alle 4 ihren Treibstoff hingeben, wie das so klappt, das habe ich noch nicht genug rausgetestet. Das muss ich noch machen, wie ich die Verbindung dann setze, dass der Tank zum Beispiel nie leer wird. Das wäre eigentlich optimal, dass alle 5 Tanks gleichzeitig ihre Antriebsdüse versorgen, dass aber diese 4 außen nur leer werden und der in der Mitte voll bleibt, weil genug Treibstoff nachfließt. Habe ich noch nicht genug getestet, werde ich nochmal machen. Wenn jemand von euch eine Idee hat, ab damit in die Kommentare. Würde mich freuen. Gut. So, wir müssen nur noch eine Sache machen. Und zwar, der Tank wird ja als erstes leer. Das heißt, wir müssen rausfinden... den und wir müssen rausfinden, welcher der ist. Das ist der in der Mitte. So. Okay, weil die sollen ja als erstes abgesprengt werden. Schauen wir mal. Es sollen alle 4 Düsen gleichzeitig starten. Hier ist noch irgendwas verkehrt. So. Sehe ich das richtig? Die zünden, dann abkoppeln, dann die in der Mitte zünden, dann die außen zünden, dann die außen... Ja, das sieht gut aus. Landemännchenlicht haben wir alles. Gut, wir nennen das Ganze mal um. To... Men... muss...
So, das sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, können wir das Ganze mal testen. Ihr seht gerade, was das kostet. Das kostet um einiges mehr. Aber der Vorteil ist einfach, dass wir viel weiter, viel besser rauskommen und das werden wir sehen. Zeige ich euch. Ich habe einmal schon einen Test damit gemacht, damit das hier ein Let's Play und kein Let's Fail wird, weil sonst hättet ihr mir wieder 3 Stunden lang beim qualvollen landende Manöver und hast du nicht gesehen zugucken können. Und ich hatte erst so viel zu viele Raketen, das war viel zu teuer und da habe ich auch ein bisschen rumgetestet und für mich ist das ja auch neu, diese ganzen Teile hier. Also diese Raketenteile hatte ich in meinem allerersten Mal spielen, wo es noch so einen anderen Modus gab, da hatte ich die schon. Einmal, aber da hat man halt kein Geld gehabt, deswegen hat man davon alle gebaut und hat sich gefreut. Also. Gut, ich würde sagen, Angriff. Ihr seht, für unser kleines Dingchen hier, wir haben massiven Schub. Massiv. Wir sind hier gerade mal 1 Kilometer hoch und ich kann schon vom Gas runtergehen. Die Überhitzung ist normal bei den Antrieben. Das ist total natürlich. Gut, ich gehe ganz leicht vom Gas runter. Nochmal. Also das klappt schon mal wunderbar. Mit den Tanks, ihr seht das, die ersten sind gleich alle. So, und jetzt bin ich ja gespannt, ob die Richtung noch abfliegen, ob wir das richtig gemacht haben. Die werden jetzt wieder als voll dargestellt. Dann könnte man vielleicht doch jeden in die Mitte verbinden nochmal. Das wäre dann nochmal eine Idee. Vielleicht klappt es ja dann wirklich. Den Schwenker. Und Schubmarianne. Bisschen gerade halten die ganze Geschichte. Ja gut, das wäre jetzt natürlich leichter gewesen. Würden diese Kanister dort mit drauf liegen. Also von der Sicht, dass der hier einfach nochmal ein Stück gedreht wird um 90 Grad. So, das sieht aber an sich alles ganz gut aus. Ich schalte mal auf die Orbit Map. Ah, 23, 24. 26. Ich denke, oh, ich sollte auch aufs Richtige klicken. Ich denke, kurz bevor wir bei 100 Kilometern sind, dürften die Tanks leer sein. Das sieht doch aber an sich schon mal ganz gut aus. Und dann sind wir im Orbit oder vom Planeten runter erstmal mit so einem riesengroßen Kanister und so einem dicken Antrieb. Das ist eigentlich ziemlich stark. So, alle weg, Start, Orbit Map und Gas runter. Ah, doch, ein bisschen können wir noch. So, jetzt runter. Perfekt. Add Maneuver. Das war ein bisschen weit. Und natürlich wollen wir noch kurz unser Ziel festsetzen. Das ist nämlich der Minimus. So. Bisschen kleiner kann er. So, das sieht gut aus. Allerdings lenkt sich das Ding echt unglaublich schwer. Wir müssen mal schauen, ob wir dann vielleicht sogar da in die Richtung hin etwas erforschen. Ich weiß, es gibt Teile, ich habe mich damit noch gar nicht befasst, aber es gibt Teile, die das Lenken erhöhen. Zum Beispiel diese Winglets, die hatten wir, glaube ich, vorhin geholt, aber es gibt auch noch solche drehenden, ja, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt. Das sind so Teile, die drehen sich und die sollen bei der Lenkung helfen. So
Stabilisatoren halt. Die funktionieren, glaube ich, ähnlich wie unsere Kapsel. Die ist ja auch eigentlich als einzige dafür da. Weil, im Weltall selber, die lenken ja nur mit so Steuerungsdüsen. Die haben wir vorhin gesehen, diese kleinen Dinger sind das, so viereckige Dinger, die an jeder Ecke eine Mini-Düse haben. Damit steuert man eigentlich solche Raketen. Mal gucken. So. Normalerweise haben wir ja, um so einen Orbit zu setzen, immer 1,5 Minuten gebraucht oder so. Passt mal auf, wir brauchen jetzt mit dem dicken Ding um Längen weniger. Ich justiere gerade noch so ein bisschen das ganz fein säuberlich. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Hier müssen wir nicht unbedingt in der Mitte sein. Erst wenn wir weit weg wollen. So, ich zünd mal. Und das ist wirklich ein Unterschied. Wenn ich jetzt mal raufgehe. Es ist, wenn ihr das jetzt mal mit einer älteren Folge vergleicht, wo wir noch kleinere haben. Das ist ein unglaublicher Unterschied. Da hängt jetzt natürlich viel mehr Foot hinter. Und das erfordert natürlich auch, dass man teilweise wahnsinnig aufpassen muss. Teilweise darf man nur mit wirklich ganz minimalen Schub brennen. Noch ein Stück reicht. Ich dachte, der Punkt setzt sich noch, aber nee, wollte er nicht. Gut, das Manöver können wir schließen. Und wir wollen ja zum Minmus. Das heißt, da müssen wir ihn uns treffen, uns holen. Hier setzen wir nochmal ein Manöver. Und jetzt heißt es dann Feinjustierung. So, komm, noch ein Stück. So, das wäre schon mal nicht schlecht. Das können wir auch erstmal so lassen. Dann können wir da hinten nachher unser Ziel setzen. Unser Ziel. Gut, aber wir haben hier noch 18 Minuten Zeit, bis wir brennen müssen. Und ich denke, das können wir dann in der nächsten Folge machen. Also, bis zur nächsten Folge und gleich am Endscreen. Ciao! So, unsere Reise zum Minmus hat begonnen. Wir sind auf dem Weg und ich denke mal, ob wir da ankommen, wie wir da ankommen und wie der Flug wird und wie oft wir noch korrigieren müssen hier, um da einigermaßen sauber drauf zu kommen. Und die kleinen Kniffligkeiten, die uns dann noch im Weg stehen, die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Also schaltet wieder rein, wenn es heißt Kerbal Space Program. Ich bin's, euer Kaisi. Ciao!